Hallo, meine Sportsfreunde auf Maverick TV zu früher Stunde hier schon am frühen Sonntag, ne? Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, aufzubleiben. Bei mir schlafen noch alle, deswegen spreche ich auch ein bisschen leiser, ne? Ein unfassbarer WM-Fight. Ein unfassbarer WM-Fight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder, ne? Fury bleibt Weltmeister, aber das war unfassbar. Erstmal in Las Vegas, die ganze Gala super vorbereitet. Ja, Kownacki, kommen wir zu den Vorkämpfen. Mein Pole leider in der ersten Runde eine Bombe kassiert, wo das Auge zugeschwollen war. Er konnte nichts sehen. Katastrophenkampf, hat dann verloren. Einen unfassbaren guten Boxer haben wir auch gesehen mit Frank Sanchez, der Kubaner, der gegen Ayigba gekämpft hat und ihn besiegt hat, nach Punkten sehr gut defensiv und wirklich sehr, 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 sehr stark. Und man muss sagen, nach Joshua platzt auch die zweite Seifenblase mit Wilder. Und man muss sagen, Usyk und Fury haben das Schwergewicht jetzt in den eigenen Händen. Die halten das Game in den eigenen Händen. Und ihr merkt auch, ne, ich spreche nicht so flüssig, denn es ist spät und ich habe die ganze Gala nachts geschaut, ne? Gerade eben zu Ende gegangen. Und ich wollte kurz mal auf den Kampf, auf den Hauptkampf, WM-Kampf nochmal zurückführen, ne? Psyche ist doch schon sehr, sehr viel, ne? Das sind wirklich 90% beim Boxen. Und das hat man hier auch gesehen, ne? Vor allem ganz lustig, wie die beiden reingekommen sind, also vor allem Fury, ne? Als Römer verkleidet, ne, wie Asterix und Obelix, ne, und da hat man auch schon gesehen, zu so der Musik, der war locker, der hat die Psyche, der hat noch nicht verloren, der hat Namen wie Klitschko und ja, rechnet man das Unentschieden als Sieg, zweimal Wilder besiegt und das hat man schon gesehen und Wilder hat man schon anfangs gesehen, der ist nervöser und der wusste, das geht jetzt hier, das wird ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und da muss man sagen, der Kampf an sich, die ersten zwei Runden, ich hatte auch den Anschein, der hatte auch nur für die ersten zwei Runden Kraft, ne? Oder zumindest so für drei Runden. Ne? Da hat er versucht, aggressiv zum Körper zu gehen, ne? Und da hat man gesehen, so, ey, wenn der so durchkämpfen wird, wird es vielleicht gefährlich. Ne? Aber dann ist er müder geworden, ne? Und dann kam auch in der dritten Runde der erste Niederschlag von Fury, wo Wilder auf die Bretter geschickt hat. Und man muss sagen, dann dachte man schon so, ich habe ja fünfte Runde K.O. Fury getippt, das war's. Aber vierte Runde dreht auf einmal Wilder mächtigen Aktionen den Spieß um und schickt Fury zweimal auf die Bretter. Aber man muss hier auch sagen, ne, die Regeneration von Fury, die ist ja unfassbar. Der lag ja in den drei Kämpfen viermal auf den Brettern gegen Wilder. Und eigentlich Boxer, die auf die Bretter geschickt wurden von Wilder, die sind ja meistens nicht mehr aufgestanden. Ja? Und Fury lag gegen ihn viermal auf dem Boden und der kann sich innerhalb von ein paar Sekunden immer ganz schnell extrem regenerieren. Und kurz danach ist so, als wäre nichts passiert. Ne? Der ist dann aufgestanden. Fünfte Runde, man hat gesehen, auch Fury nimmt ihm die Kraft, indem er ihn auch körperlich, ne, diese Wrestler-Einlagen festhalten, drücken, mit Kopf, mit Körper, immer Hand ins Gesicht und am Hals. Also so hat er ihn versucht auch zu zermürben und müde zu machen. Ne? Und Wilder ist dann früh müde geworden. Ab der fünften Runde war es dann auch ein Überlebenskampf. Aber man muss sagen, der ist trotzdem, obwohl er schon müde war und immer durch den Ring so taumelte, ne, ist er wirklich brandgefährlich ab und zu mal gewesen. Das kam nie so oft vor. Aber ja, ab der sechsten Runde begann dann die komplette Fury-Dominanz. Das war ein bisschen auch so ein Dirty-Boxkampf, ne? Und man muss sagen, dann Wilder hat kassiert und kassiert. Ne? Also man muss sagen, die Gesundheit nach so einem Kampf, ich glaube, der hat in allen Kämpfen, in seinen über 40 Kämpfen nicht so viel kassiert wie in diesem Kampf. Ne? Fury hat ihn zermürbt. Ne? Man hat auch gesehen, ne, einfach die Technik und der richtige Boxer, so von Geburt an der Boxer, das ist Fury. Ne? Das sieht man auch am Beispiel Usyk und Fury, das sind geborene Boxer. Und Joshua und Wilder, das sind Boxer, die sehen zwar so optisch besser aus, vom Körper, ne? Aber die gehen halt viel auf Gewalt
Und da ist die Technik auch nicht so gegeben wie bei Fury und bei Usyk. Und das hat man auch hier ganz klar gesehen. Und Fury ist auch in der 8. Runde, obwohl er zweimal am Boden lag, kam der mir voll frisch vor. Also der war noch irgendwie frisch. Und muss man sagen, 9. Runde, wie viel Wilder da kassiert hat, da habe ich mir hier aufgeschrieben, uff, Wilder steht noch. Ne? Also trotz allem blieb er gefährlich. Und Ende der 10. Runde, ne? Also in der 10. Runde hat er ihn dann K.O. besiegt, hat er ihn zum zweiten Mal auf die Bretter geschickt, der Tyson Fury. Ne? Und Ende der Runde, obwohl Wilder in der Runde auf dem Boden lag, hat er wirklich noch mit zwei, drei, vier gefährlichen Schlägen Fury bis hin zum Taumeln gebracht. Also unfassbar, der lief da voll benebelt durch den Ring, aber hat da noch mal ein paar gefährliche Dinger blind ausgepackt. Man hat gesehen, so die Ärzte haben ein, zwei, dreimal nachgefragt, ob das überhaupt noch weitergehen soll, weil man kann das auch dann durch ein sehr schweres K.O. verlieren, ne, wenn man so taumelt und nicht mehr viel sieht und benebelt ist, ne. Aber man muss sagen, unfassbar, der hat sein ganzes Herz, seine ganze Gesundheit dagelassen, das muss man ihm lassen. Ne? Er hätte diesen Kampf meiner Meinung nach nicht annehmen sollen. Ne? Er hat ihn angenommen, hat dann nochmal alles versucht und 11. Runde hat er ihn dann natürlich schwer Knockout geschlagen. Aber das war halt, ja, der lief da auf dem Zahnfleisch und es war klar, dass das so endet. Und Schiedsrichter hat dann, Ringrichter hat dann abgebrochen. 11. Runde K.O.-Sieg von Tyson Fury und ja. Resümee des Ganzen muss man sagen, Tyson Fury wird meiner Meinung nach jetzt, wo er seinen schwersten, ja, obwohl es der schwerste Konkurrent war es ja nicht, weil jetzt haben wir ja noch Usyk, ne? Aber meiner Meinung nach wird er ihm natürlich auch körperlich vor allem überlegen sein. Und er ist für mich so der klarere Schwergewichtsboxer. Usyk ist ja kein Schwergewichtsboxer, der kam ja ins Schwergewicht, ne? Aber da Tyson da für mich der klarere Schwergewichtsboxer ist, sehe ich auch Vorteile bei Tyson Fury. Und ich muss sagen, erstmal gucken, ob es überhaupt zu dem Kampf kommt. Tyson Fury wird meiner Meinung nach über 5, 6, vielleicht auch 7 Jahre das Schwergewicht ganz klar dominieren. Da kommt keiner nach, der ihn gefährden kann. Und Wilder hat jetzt ein Häkchen neben Wilder gemacht. Joshua würde genauso enden wie Wilder in einem Kampf gegen Fury, aber Joshua hat andere Probleme. Die Luftblase ist auch geplatzt. Und selbst wenn Joshua den Rückkampf gegen Usyk nimmt, die Revanche wird ja stattfinden. Diesen Kampf wird er genauso verlieren wie Wilder. Wilder gegen Fury. So gesehen wird es zum Monster-Duell wahrscheinlich kommen, ne? Wenn die sich einigen zwischen Fury und Usyk, ne? Dann um alle Gürtel. Und das wäre natürlich ein Nonplusultra, super, super, mega Fight. Ne? Ja, zu Wilder, Karriere ist beendet. Ne? Also vor allem, er hat alles in den Kampf gesteckt. Er hat auch seine ganze Karriere im Endeffekt in den Kampf gesteckt. Und der kommt, selbst wenn er nach diesem Kampf jetzt nach einem Jahr, weil eine Pause ist easy, nach so vielen Schlägen, die er kassiert hat, wenn er nach einem Jahr zurückkommt, wird das nicht mehr der gleiche Boxer sein, der davor die ganzen 40 Kämpfe durch K.O. gewonnen hat, bis zum seinem Endgegner Fury. Das ist vorbei. Meiner Meinung nach ist das vorbei und ja, ob er dann noch um Geld kämpft gegen Joshua oder sich da andere Möglichkeiten finden, wird sich zeigen. Aber meiner Meinung nach ist nach diesem Kampf hier das Karriereende für Wilder. Meiner Meinung nach braucht er da gar nicht mehr anfangen. Ne? Das war's. Er wollte es nochmal wissen und hat die Quittung bekommen und Tyson Fury unglaublich konditionell vorbereitet und unglaublich in gewissen Problemsituationen, unglaublich wie er kontert und wie er den Kampf wieder nach Hause schaukelt, wie souverän, obwohl er manchmal denkt man jetzt kommt er nicht mehr zurück oder jetzt wird er auch müde, ne? Unfassbar frisch und obwohl er so sieht, als wenn er ja, als Metzger arbeiten würde, hinter der Fleischwursttheke, ne, der ist unfassbar. Ne? Regeneration nach Niederschlägen, unfassbar, unfassbare Erfahrung.
Auch wenn es nicht nach Plan läuft, Plan A, Plan B, wenn die nicht laufen, merkt man, der hat immer eine Antwort und findet sich ganz schnell in neuen Situationen auch wieder, aus denen man schnell eine Lösung finden muss. Und das ist der verdiente Weltmeister. Er hat Klitschko besiegt, er hat Wilder ja, zweimal offiziell, dreimal unoffiziell besiegt. Und ja, jetzt warten wir auf den Kampf gegen wahrscheinlich Usyk. Aber da muss es ja auch erstmal zum Rückkampf gegen Joshua kommen. Also das Schwergewicht ist fest in europäischer Hand jetzt mit den zwei weißen Superboxern Tyson Fury und Usyk. Und es hat sich wirklich gelohnt. Es war viel Drama in dem Kampf. Ging wirklich unfassbar. Das war ein unfassbar. Für die Zuschauer ein unfassbar guter Kampf, denn damit der Kampf Sporthistorie schreibt, war Wilder doch zu schwach im Ganzen. Ne? So gesehen, meine Freunde, war das schnell meine Analyse zum Kampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch übertrieben müde und werde mich jetzt kurz aufs Ohr hauen. Und ja, an alle Boxfans, die das auch geschaut haben, ne? Schönen Gruß noch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace out und ratatatata, macht die Gelsi-Maschine. Yeah.